Giuseppino, vor einem halben Jahr saßen wir hier zum ersten Mal im Oasis de Luz, kurz vor deinem ersten Deutschlandbesuch. Du warst ja dann im November in Frankfurt und in Berlin und kommst jetzt im Mai erneut zu Seminaren und zu Einzelbegegnungen, diesmal nach Hamburg, dann nach München und zum Schluss nach Wien. Wie waren für dich damals die Begegnungen mit den Menschen? Und was wünschst du dir für deinen neuen Besuch? Und wie kann jeder Einzelne das von dir vermittelte Wissen aus höchsten Quellen für das eigene Leben nutzen? Juscelino, há meio ano atrás, aqui no Rancho Oasis de Luz, falávamos sobre tua primeira visita à Alemanha. No meio tempo, você já esteve conosco em Berlim e Frankfurt. E novamente, em maio deste ano, você estará em Hamburgo, Munique e Viena. Como foi para você encontrar com estas pessoas? Que desejas da tua nova visita? E como pode cada indivíduo usar na prática, em suas vidas, as sabedorias vindas das fontes superiores? Bem, nós devemos lembrar que foi uma experiência muito boa, que a gente pôde trocar experiência, levar para as pessoas coisas importantes. Also, ich erinnere mich daran, es war eine sehr gute Erfahrung, eine sehr positive Erfahrung und es konnten für die Menschen viele wertvolle Informationen gegeben werden. A espiritualidade trouxe para essas pessoas grandes informações dentro da linha espiritual que pode ser útil para eles no futuro próximo. Ja, und die spirituellen Kräfte konnten also viele nützliche Informationen geben, die sie sicherlich in ihrem Leben für die Zukunft nutzen können. E o mais importante de tudo que as pessoas que participaram, a maioria delas, né, entenderam a mensagem que nós traz dentro da linha espiritual para que faça então uma preparação para o futuro próximo. Ja, und ich denke, die meisten Menschen, die da waren, haben wirklich verstanden diese spirituelle Botschaft und dass es bedeutet und wichtig ist, dass wir uns für die Zukunft wirklich vorbereiten. Então foi muito positivo esse primeiro encontro. Also dieses erste Treffen war sehr positiv, porque as pessoas também estavam muito interessadas e direcionadas naquele segmento e nos aprendizados espirituais. Ja, und die Menschen, die da waren, waren sehr, sehr interessiert für alle Themen eben, die da aus der geistigen Welt uns nahegebracht wurden. Einige, Juscelino, hatten vor deinem Besuch geglaubt, dass es in deinen Seminaren nur um diese zum Teil apokalyptischen Themen geht, die du ja auch in deinen Büchern beschreibst. Umso überraschender dann deine Aussage in Berlin und auch in Frankfurt beim Seminar, ich erinnere mich, dass du im Grunde zu 99% Optimist bist, was die weitere Entwicklung der Menschheit angeht. Kannst du uns das näher erklären? Alguns participantes pensavam antes da tua visita que você falaria nos seminários somente dos perigos apocalípticos para a humanidade, dos quais você escreve nos seus livros. Entretanto, foi uma surpresa ouvir durante os mesmos que você é 99% otimista com relação ao desenvolvimento futuro. Você pode esclarecer melhor? Sem sombra de dúvida, é que as pessoas, na verdade, muitos, né, quando vê uma propaganda, vê algo assim, eles criam aquela possibilidade de negatividade em seus pensamentos, né? Ja, also es ist so, es ist wirklich so, dass viele Menschen eben in ihren Gedanken, in ihren Vorstellungen doch sehr negative Szenarien haben. Mas, na verdade, nós não estamos aqui. A espiritualidade não traz para nós e para nossos aprendizados futuros uma lição de destruição. Isso não nos traz para nós nenhum engrandecimento. Né? Also, wichtig ist aber zu verstehen, die spirituelle Welt will uns hier auf der Erde, uns Menschen hier, keine Katastrophen bringen, keine fürchterlichen Szenarien bringen, sondern es geht ja um das Wachstum, um das menschliche Wachstum. E ao contrário, né? A espiritualidade traz crescimento, aprendizado, preparação. Genau, es ist also ganz im Gegenteil so, dass eben die spirituelle Welt uns Wachstum bringt, Verständnis bringt.
essa forma que nós trabalhamos, e por isso eu sou 99% positivo. Eu escrevo algo que possibilidade de acontecer, não é controlado por mim, mas na minha instrução, nas minhas palestras, sempre eu levo a condição para que a pessoa viva uma vida feliz. Ja, und das ist der Grund, warum ich eigentlich zu 99% optimistisch bin. Die geistige Welt, die bringt uns viele Lehren, viele Beispiele eben über die Zukunft. Und ich versuche halt in meinen Seminaren, das immer in positiver Weise rüberzubringen, dass sich die Dinge eben gut entwickeln können. Esse é o principal papel para o crescimento espiritual da humanidade, a viver uma vida feliz. Das ist das Allerwichtigste eben, damit die Menschheit, also diese Vorgehensweise, das Allerwichtigste, damit wir als Menschheit eine positive Entwicklung nehmen können. Juscelino, gerade auch durch die Fridays for Future-Bewegung der Greta Thunberg hat es zuletzt eine riesige Publizität zum Klimawandel gegeben. Ein Ergebnis ist, dass die Bevölkerungen gespalten sind in Gegner und Befürworter teils kostspieliger Maßnahmen. Neue, teils erbitterte Kontroversen entstehen um dieses Thema. Hat dies damit zu tun, dass wir Menschen fast nur materiell orientiert sind und viel zu wenig über unsere spirituelle Natur wissen? Wie können wir intelligente Entscheidungen über unsere Zukunft treffen, solange wir die wahren Grundlagen unserer menschlichen Existenz nicht kennen? Atualmente, através do movimento Friday for Future da Greta Thunberg, houve nos últimos meses uma grande publicidade com relação à mudança climática. Como resultado, temos populações divididas entre prós e contras com relação às medidas muito caras. Novas, amargas controvérsias surgem sobre esse tema. Isso tem a ver com o fato das pessoas serem quase sempre orientadas materialmente e muito pouco sobre nossa natureza espiritual. Como podemos decidir inteligentemente sobre nosso futuro se não conhecemos nossa existência humana? É, o primeiro fator é o reconhecimento, né? Nós precisamos entender que o mundo vive de necessidades. Also das erste, was wir verstehen müssen, ist, dass eben das Leben auf der Erde bestimmte Notwendigkeiten hat. E uma coisa que é pouco ensinada é aprendizado, é você se direcionar à espiritualidade e ver a importância deste caminho. É o que a humanidade ensina mais dentro da sociedade, é a preparação apenas para a sua vida material. Also, und was eben der Fall ist, ist, dass eben in unserer Erziehung zum Beispiel hier auf der Erde, fast überall, liegt der Schwerpunkt eben auf der materiellen Entwicklung. Und das Spirituelle wird wenig behandelt oder wenig darüber gesprochen. Muitas vezes esquecendo da nossa ligação com a natureza. É parte importante essa que é muito esquecida. Infelizmente, óbvio. Que a questão ambiental é importantíssima, a destruição está acontecendo, por isso que foi bastante divulgado nos últimos anos. Ja, leider ist es so, dass einfach unsere Verbindung, die Verbindung von uns Menschen mit der Natur, weitgehend vergessen worden war oder zumindest nicht beachtet wurde. Und jetzt ist halt in den letzten Jahren das Verständnis dafür größer geworden, deswegen wird sehr intensiv darüber gesprochen. E para nossa sobrevivência precisamos de nos direcionar mais e espiritualizar mais para que a nossa compreensão seja elevada, para que a gente possa, num futuro próximo, ter resultado favorável para toda a humanidade. Senão, infelizmente, teremos problemas graves. Ja, und nun ist es wirklich so, dass wir also unser Bewusstsein für diese Gefahren, für das, was passiert, einfach wirklich vergrößern müssen jetzt in dieser Phase. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Sonst wären die Alternativen oder das, was passieren könnte, die Konsequenzen sehr schwerwiegend zum Negativen. E o custo disso ficará muito mais se nós deixarmos que isso ocorra para a humanidade. Ja. Por isso que nós precisamos nos adaptar melhor.
Und die Kosten, die entstehen, die werden umso höher, wenn wir die Dinge erstmal einfach so laufen lassen, nichts tun, dann werden wir nachher viel, viel mehr für die Maßnahmen zahlen müssen. Aí, acredito que será resultado mais favorável, enquanto nós temos ainda tempo. Ja, ich bin überzeugt, dass wir umso bessere Resultate haben können, je eher, je schneller wir wirklich handeln. Juscelino, aus deiner Sicht sind Selbsterkenntnis, Bewusstseinswachstum und innere Heilung vieler Menschen entscheidend, damit wir eine friedliche, für alle Menschen gerechte Welt aufbauen können. Wie siehst du die Chancen dafür? Was kann jeder von uns dafür tun? Und was kann die Arbeit in deinen Seminaren dazu beitragen? Do seu ponto de vista, Juscelino, o autoconhecimento, a expansão da consciência e a cura interior de muitas pessoas são fatores decisivos para a construção de um mundo pacífico e justo para todos os seres. Como você vê as chances? O que podemos fazer? E o que seus seminários podem contribuir para isso? O que nós trazemos, primeiro, o que nós deveremos fazer é... Esse é um ponto muito específico dentro da integração espiritual, né? Nós estamos com o mundo condicionado na vida material, numa totalidade, e precisamos modificar esse sistema. Pelo menos 50% da pessoa pode ser, viver, ter uma vida material e 50% ter uma vida espiritual. Nesse condicionamento, podemos crescer e ter resultados favoráveis. Also, Juscelino sagt hier, es ist sehr wichtig eben, dass wir uns wegbewegen eben von dieser rein materiellen Sichtweise. Dass es also wichtig wäre, dass zumindest eben die Hälfte der Menschen auch diese spirituelle Perspektive bekommt, die spirituelle Sichtweise, und um eben wirklich uns gut weiterentwickeln zu können. O resultado disso seria mundo mais moderado em vários direcionamentos. Das tendo resultados favoráveis para a humanidade. Ja, das Resultat wären eben günstige Entwicklungen für die Menschheit. Alles wäre sozusagen moderater, alles wäre eben letztendlich eben günstiger. Por outro aspecto, eu levo para as pessoas as possibilidades, né? O que ocorre no mundo, o que nós temos que, infelizmente, às vezes passar ou não. Mas o que eu levo para as pessoas são perspectivas, elas positivas, de um modo escrito um pouco negativo, podemos dizer assim, mas que as pessoas podem alterar esse processo e ter resultados muito bons para que a humanidade viva em paz, felicidade, harmonia e tenha um resultado favorável para todos. Ja, also Juscelino sagt hier, und dass es eben wichtig ist, auch aus seiner Perspektive auch die negativen Tendenzen und Möglichkeiten oder die Gefahren aufzuzählen, ohne da Menschen Angst machen zu wollen. Aber das ist einfach wichtig, um das Verständnis auch der Möglichkeiten und der Chancen zu bekommen, die wir haben als Einzelne und auch als Menschheit. O principal que nós devemos entender é que atualmente, as condições do nosso planeta nos diz o seguinte. Rezar é você fazer seus mantras, assim seguir, meditações, são coisas importantes, são energias importantes para o planeta. Com certeza, é um elo de ligação para o nosso subconsciente e a nossa vida espiritual. Mas para o consciente precisamos outra coisa muito importante para que nós mudamos a nossa direcionamento. Precisa de pessoas que tenham atitudes e ações boas. Assim o planeta vai mudar. Also, Juscelino hebt hier ganz klar hervor, dass natürlich spirituelle Arbeit enorm wichtig ist. Meditation, Gebete, Selbstfindung, Selbsterkenntnis, alles, was damit zu tun hat, auch die geistige Welt zu erkennen, zu wissen, dass wir nicht nur materielle Körper sind, sondern dass wir eben geistige Wesen sind, die sich immer wieder hier verkörpern. Aber das alleine ist nicht genug. Wir müssen letztendlich dann aus diesen Erkenntnissen heraus
zu klaren Handlungen kommen, zu Aktionen kommen. Ohne das können wir keine Veränderungen zum Positiven hier auf der Welt erreichen. Isso significa que não podemos viver no engano. Muitas vezes a pessoa vive no engano achando que as coisas vão acontecer naturalmente. As coisas estão acontecendo de certa forma que nós, seres humanos, precisamos ter o reconhecimento de que nós, somente nós, podemos fazer algo para modificar esses problemas que poderemos ou não passar em futuro próximo. Ja, das heißt also, wir können nicht einfach abwarten, wir können nicht einfach passiv bleiben und die Dinge passieren lassen. Es liegt an uns Menschen, als hier die höchst entwickelten Lebewesen, zumindest hier auf unserer Erde, es liegt an uns Menschen eben wirklich klare Erkenntnisse zu bekommen und dann eben auch zu klaren Handlungen zu kommen. Através da união de todos. Ja, und zwar indem wir uns alle verbinden, das ist ganz entscheidend. Juscelino, du bietest ja im Herbst erstmals eine ins Deutsche übersetzte Ausbildungsgruppe, Workshop, hier auf der Ranch Oasis de Luz in Brasilien an. Unter anderem geht es um die Stärkung der medialen Fähigkeiten und der Heilungskräfte für sich selbst und für andere. Und auch um effektive Techniken, wie man sich vor der Aufnahme von Fremdenergien schützen kann. Ein Thema, das besonders auch für Menschen in den heilenden Berufen wichtig ist. Nun, die Frage, richtet sich diese Arbeit nur an Therapeuten und Heiler oder kann jeder teilnehmen, der seine in sich schlummernden Gaben entdecken will? Kannst du mehr dazu sagen? Juscelino, você oferecerá no outono do Rancho Oasis de Luz um workshop traduzido em alemão. Entre outros temas abordados, o fortalecimento da mediunidade, das forças de cura para si próprio e para outros, assim como técnicas energéticas de autoproteção contra energias negativas, serão temas especialmente importantes para profissionais de cura. Esse trabalho é só dirigido a terapeutas e curadores ou qualquer pessoa que queira despertar suas habilidades interiores pode participar? Você poderia comentar? Bem, esse trabalho é direcionado principalmente a professores, terapeutas que trabalham com energias. Explico assim. Also in erster Linie, um das mal zu übersetzen, ist diese Arbeit eben für Menschen, für Therapeuten und andere, die also mit Energien arbeiten, die mit Heilung, Bewusstseinsentwicklung arbeiten. E parte dele direcionada a qualquer pessoa que queira aprender, né? Und darüber hinaus aber auch jeden anderen, der diese Dinge wirklich lernen will, der da weiterkommen will, sich entwickeln will. Aprender a também se proteger. Professores que praticam healing, que praticam, são coachings, às vezes eles têm vários e vários conhecimentos, mas não têm a prática, que não foi dada para nenhum deles, é a prática de autoproteção energética. E, als Teil dessen, ist es auch sehr wichtig zu lernen, sich selbst zu schützen gegen negative Fremdenergien. Es gibt viele Menschen, die im Heilungssektor arbeiten, auch erfolgreich arbeiten, sehr viel Wissen, viele Kenntnisse haben, die aber bislang nicht gelernt haben, nicht wissen, wie sie sich gegen negative Energien schützen können. Como os Hindus são, principalmente há 10 mil anos atrás, a gente fala, são coisas milenares, trouxeram a questão dos chakras, o entendimento para as pessoas conhecerem com os chakras principais, como trabalhar com ele, né? Nós temos 7 chakras. Wir haben zum Beispiel schon die Hindus vor 10 Jahren und danach dann die Lehre der Chakras entwickelt, der 7 Energiezentren eben, die unser Leben bestimmen. Mas naquela época não foi ensinado as pessoas se autoprotegerem, né? As pessoas sabem lidar e curar bem. Aber in der Zeit wurde den Menschen noch nicht beigebracht, wie sie sich schützen können. Zwar zu heilen, zu behandeln, aber eben nicht der eigene Schutz. Principalmente todos aqueles que praticam healing. Mas, em contrapartida, não se tem em livro, não foi explicado isso, como a pessoa se autoproteger.
Ja, und es hilft auch nicht alleine, das in Büchern zu erklären, wie man sich schützen kann, sondern die Praxis ist auch wichtig. Essa matéria, inclusive, vai ser parte de livro que eu estou terminando. Esse direcionamento da pessoa se autoproteger de espíritos ou de energias negativas que subtraem das pessoas que vêm procurar ajuda. Ich schreibe übrigens auch gerade aktuell ein Buch dazu, sagt Susselino, zu diesem Thema. Ja. Und da geht es also wirklich darum, sich gegen Fremdenergien zu schützen. Sei es, dass sie aus der geistigen Welt kommen, also Wesenheiten, die hier den Körper verlassen haben, aber nicht den Aufstieg geschafft haben. Und sei es eben auch negative Energien, die eben von irgendwelchen hier auf der Erde lebenden Wesen kommen. E essas pessoas que praticam healing, muito delas, uma boa parte ou se não a maioria, eles fazem a cura, praticam o healing, mas essas energias acabam voltando para eles e muitos deles têm problemas emocionais, alguns outros problemas. Also das Problem ist eben, dass viele dieser Menschen, die als Heiler arbeiten eben oder in den heilenden und helfenden Berufen generell arbeiten, dass die also sehr viel Gutes tun, auch sehr viele Effekte bewirken, eben Energien aussenden, positive, aber es kommen halt negative Energien wieder zu ihnen zurück, die also auch sogar ihre Gesundheit beeinträchtigen. E existe só uma maneira de você se autoproteger totalmente, sendo que você deve fazer o alinhamento dos seus chakras. Isso não é ensinado em livros. Und es gibt nur eine wirklich effektive, effiziente Methode, um sich zu schützen. Und die besteht darin eben, die Chakras zu harmonisieren, gut auszustellen und auszurichten. Das wird aber normalerweise nicht den Menschen gelehrt. E para também aqueles que são médiums, nós vamos dar um ensinamento para fazer o fechamento de corpo. Também é outra prática muito importante para aqueles que praticam a cura ou trabalham com healing. Ja, und den Menschen eben in diesem Ausbildungsseminar, den Menschen eben, die da dabei sind, die werden wir auch lehren eben, wie sie ihren Körper verschließen, wie sie also letztendlich eben das abwehren können, dass diese Energien eben sie selbst beeinträchtigen können. Das ist sehr wichtig. Ja, okay. Letzte Frage, Giuseppino. Ja, eine bisschen sensible Frage. Seitdem Medium João nicht mehr in der Casa de Don Inácio sein kann, warst du mehrmals hier in Abadiania. Ich weiß, dass es dir am Herzen lag, vielen verunsicherten Menschen hier Rat und spirituelle Unterstützung zu geben. Kannst du etwas dazu sagen? Auch wie du die Zukunft von Abadiania siehst. Denn viele Menschen in Europa und auch anderswo waren doch sehr schockiert. Manche zweifeln vielleicht sogar an geistiger Heilung. Wie siehst du die Ereignisse aus spiritueller Sicht? Última pergunta, Juscelino. Um pouco delicada. Desde que o médium João não está mais na casa de Dom Inácio, você já esteve algumas vezes em Abadiania. Eu sei que você quer ajudar e aconselhar as muitas pessoas inseguras. Você pode falar algo mais sobre isso? Como você vê o futuro de Abadiania? Porque na Europa e em outros lugares, muitas pessoas estão chocadas ainda e algumas até mesmo duvidam da cura espiritual. Como você vê essa situação a nível espiritual? As pessoas têm que saber dividir primeiro entre a espiritualidade e a parte física, also, é o que não acontece. Das ist ganz wichtig. Die Menschen müssen ganz klar differenzieren, den Unterschied sehen zwischen Spiritualität und der physischen, der körperlichen Seite. E a humanidade dentro da sociedade é muito mais fácil entender a parte física e julgar as pessoas e jogar pedra primeiro. Então, essa parte não faz parte da espiritualidade. Also, in unserer körperlichen Welt, also in unserer Welt, die wir normal kennen, ne, da wird halt hauptsächlich nur die physische Seite wahrgenommen. Das, was wirklich passiert, was man sehen kann, erleben kann. Und aus spiritueller Sicht geht es aber noch um ganz anderes. E precisamos entender que a espiritualidade
ela ainda, as entidades continuam no ambiente. Ela não vai sair daquele ambiente porque existiu algum processo, seja ele qual for, né, que não cabe a nós a dizer ou julgar, dentro de um sistema. Und da muss man ganz klar eben unterscheiden. Für die spirituelle Welt geht einfach die Arbeit weiter, weil es eine andere Art von Arbeit ist, als wir Menschen hier auf unserer physischen Welt kennen. Mas o que, eine höhere Arbeit. O que nós podemos dizer é que a casa do Inácio, continua a mesma coisa, as entidades continuam a mesma coisa. Eu vim aqui com o propósito de fazer um trabalho paralelo, né? Also was die Casa de Don Inácio angeht, können wir ganz klar sagen, dass die Arbeit dort weitergehen wird mit den geistigen Wesen, die direkt mit den Menschen arbeiten, die da sind. Und ich bin auch hier, um eben eine andere, eine zusätzliche Arbeit anzubieten. Para que as pessoas entendam, compreendam mais o que é a espiritualidade, no sentido de que as pessoas possam se unir mais dentro da espiritualidade e procurar esse processo de, vamos dizer, desenvolvimento e crescimento que está faltando nas pessoas, nos seres humanos. Genau. Und das ist genau die Arbeit, die ich machen will, auch hier in Abadiania unter anderem machen will, ist eben die Menschen, den Menschen zu helfen, dass sie sich weiterentwickeln können, wirklich in die Spiritualität hinein, dass sie wirklich ihre geistige, spirituelle und seelische Seite sehen und erleben können. Genau. Então as pessoas têm que entender, a casa continua, simplesmente há uma renovação espiritual e o ambiente continua o mesmo, as entidades são as mesmas. Das ist wichtig zu sehen. Die Casa wird weitergehen. Warum? Weil die Wesenheiten weiter da sind. Es sind die gleichen Wesenheiten, die vorher, die jetzt eben mit den Menschen direkt arbeiten, ohne Medium. Und deswegen geht es weiter. O que precisamos é, dentro da espiritualidade, as pessoas entender que nós precisamos cada dia renovar. Ja, das ist ein ganz wichtiger Satz eben. Was man aus spiritueller Sicht erkennen muss und sehen muss, begreifen muss, ist, wir müssen jeden Tag uns erneuern, weiterentwickeln, an uns arbeiten. E por isso que eu convido vocês a todos unir conosco, venha Abadiania, que as energias são as mesmas. Und darum lade ich euch alle ein hier, euch mit uns zu vereinigen hier, auch nach Abadiania zu kommen. As entidades são as mesmas. Die Entitäten, die geistigen Wesen sind die gleichen wie vorher auch. E a espiritualidade não muda. Und die Spiritualität ändert sich nicht. O que pode mudar é o homem, o Was ser humano. Sich ändern kann, entwickeln kann, das sind wir Menschen und wir menschlichen Wesen. Mas o a espiritualidade jamais. Aber die Spiritualität, die existiert, die ändert sich nicht, die ist die Basis von allem. É isso que nós precisamos. Obrigada, Juscelino. Das brauchen wir. E bem-vindo em maio à Alemanha e à Áustria. Ja, herzlichen Dank, Juscelino. Danke. Und willkommen im Mai in Hamburg, München und Wien. Ja? Gut. Gut.